Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Stempel-Nerd-Video. Ich bin Jonas und unabhängiger Stempel-Ab-Demonstrator. Heute wollen wir uns mal wieder mit dem Kartensortiment Erinnerungen und mehr von Hand gemalt beschäftigen. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, schaut es euch mal an, ich verlinke es gleich hier oben. Und wir wollen heute mal eine Kippkarte bauen. Und wie genau wir das machen, das seht ihr gleich auf meinem Basteltisch. Aus dem Kartensortiment Erinnerungen und mehr habe ich mir jetzt hier so ein Deckblattkärtchen genommen mit dem Spruch It's a little things, also es sind die kleinen Dinge, die das Leben besonders machen. Passt, denke ich, ganz gut zu meiner Mini-Kippkarte. Dieses habe ich zugeschnitten auf die Maße 10 x 7 cm. Dann habe ich mir auch noch einen Cardstock in Grundweiß zugeschnitten, auch 10 x 7 cm. Und halt auch aus dem Kartensortiment Erinnerung mehr hier den Hintergrund wieder aufgegriffen. Das habe ich diagonal durchgeschnitten, aber vorher zugeschnitten auf 10 x 7 cm. Dann, wie gesagt, diagonal durchgeschnitten. Und dann brauche ich noch einen Cardstock in den Maßen 21 x 14,85 cm. Das Kleinzeug packe ich hier erstmal weg. Das brauchen wir dann später. Wir beschäftigen uns erstmal mit dem Cardstock. In dem Fall hier ist das die Farbe Seladon, weil ich dachte, das passt so halbwegs mit dem Grün da hinten zusammen. Den falzen wir bei 7,4 cm. Und 10,5 cm. So, und dann noch einmal diagonal. Schön ausrichten, dass das genau auf die Spitze trifft und dann einmal falzen. So, dann kann die Papierschneidemaschine, oder in diesem Fall heute mal unsere Falzmaschine, weil geschnitten war ja schon alles, an die Seite und wir falzen einmal so rum und dann noch über die lange Seite. Und dann die Diagonale als Talfalte, also jetzt hier entgegengesetzt. Und dann ist die Grundfunktion der Karte eigentlich schon fertig. Wenn wir das jetzt hier so zusammenschieben, dann ist das schon soweit, so wie es am Ende sein soll. So, das können wir jetzt hier aufklappen und zuklappen. Tja, und jetzt müssen wir eigentlich nicht viel mehr machen, als unser Deckblatt zu nehmen, hier vorne drauf zu kleben, unsere zwei Schenkelchen hier zu nehmen, die wir auch noch geschnitten haben, wie gesagt, diagonal. Die kommen hier dahinter. So. Und das Weiße in Grundweiß ist dann quasi hier innen unser Platz zum Beschreiben. Jo, dann klebt man das mal schnell zusammen. Ja, heute habe ich endlich mal neuen Kleber. So, erst die eine Ecke. Ach. Jetzt bin ich ein bisschen verrutscht. So, also erst die eine Ecke. Jetzt nochmal gucken, wo die andere Ecke dann hinkommt. Das wäre dann diese hier. Wieder schön so reinrutschen, dass wir umlaufend knapp 1 mm Rand haben. So. Und dann kann man zur Vorderseite drauf.
auch wieder schön vermitteln, dass das halt nicht gut aussieht. So. Das ging ja jetzt echt ganz schön flink. Mit dem Kartensortiment Erinnerungen mehr hat man halt die Möglichkeit, relativ schnell kleine feine Karten zu basteln. In meinem Fall, wie gesagt, jetzt hier die Kippkarte. Die kann man aufkippen, kann hier einen schönen Text reinschreiben, kann sie wieder zumachen und kann sie auch hier hinstellen. Mal gucken, vorhin hat es irgendwann mal geklappt. Ja, ganz einfach. Und dann steht die kleine Karte. Und ich finde, das ist eine echt coole Geschichte. Was auch eine coole Geschichte ist, ist das Stempelset Kreative Tage. Und ihr habt noch bis zum 31.07. die Möglichkeit, dieses Stempelset zu gewinnen. Guckt euch dafür einfach mal das Video von mir an mit dem Mini-Album Memories. Das würde ich euch gleich mal hier oben verlinken, weil da drin gibt es die Möglichkeit, das Stempelset Kreative Tage zu gewinnen. Wie genau das geht, seht ihr alles in dem Video. Ich gebe euch nur noch einen Tipp. Schickt mir das Lösungswort am besten an gewinnspiel@stempelnerd.de und schon seid ihr mit dem Lostopf und habt die Möglichkeit, dieses Stempelset zu gewinnen. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder schreibt mir was Tolles in die Kommentare. Da freue ich mich voll drauf. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es nächstes Mal hier weitergeht, dann abonniert doch am besten diesen Kanal. Ich bin Jonas, der Stempelnerd, und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.